Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Bei einem 100% Evoli. War genau bei mir, also habe ich es mal mitgenommen. Auch wenn ich schon genug habe, will ich, dass die anderen leiden, die noch welche brauchen und es nicht geschafft haben. Keine Ahnung, wo ich dieses Segment hier mit unterpacke für ein späteres Video. Da checken wir mal die AV. AP, Attack, Defense, 15. Alles klar. Noch 100 Evoli kann ich schaden, auch wenn ich echt sehr viele von denen schon habe. So, schauen wir mal. Lange nicht mehr gesehen. Ja, muss. Hat Pampi gerüstet. Ja, hast du gesehen, ja? Ja. So, nach ewig langer Zeit mal wieder in Parsing. Ein paar Module sind an. Schauen wir mal, was so geht. Später ist die Anmeldung für Centro Safari Zone Event. Mal schauen, ob wir es bekommen. Ihr werdet meine Leiden live miterleben. Also nicht live, also ich werde es aufnehmen, aber sehen werdet ihr das Video erst morgen. Für den Preis ist in Ordnung. 290. Für den Preis wird er nie wieder was anderes essen. Deswegen wirft er die ganze Zeit um. Soll ich den Mund Blog filmen? Von Centro. Die haben eine Homepage. Was? Mich? Dann kann ich's auch, ja? Ganz? Hey, noch nicht? Komm, lach mal. Ein schönes Lachen für die Kamera. Das war kein schönes Lachen. Aber die Seite ist jetzt schon tot. Also ich lache, meine Seite lädt gar nicht mehr. Das ist da, meinst du? Das ist da, ja. Klick mal drauf, aber die Seite lädt bei mir nicht mehr. Nee, bei mir hat die vorher noch nicht geladen. Also ist sie schon tot. Das ist die DOS. Alles klar, das ist... Aber er ist ja schon auf der Homepage, oder? Nee, er ist auf Facebook. Er hofft, dass ich es auf Facebook poste. Was ich nicht glaube. Es ist 7 Uhr. Centro-Seite ist immer noch tot. Centro ist down, gell? Ja, Centro ist down. Registrieraktion, nein, Terror. Muss er sich erst registrieren, damit wir mal mitmachen können bei den Tippen. Boah, ich bin auf der Centro-Seite. Endlich. Es geht los! Wo? Ich habe einfach geklickt, ich habe gar nicht gelesen. Das muss jetzt nur noch laden. Facebook oder was? Ja. Weg mit dem Regenschirm. Ich brauche beide Hände. Check die URL. Registrierung. Los geht's. Her. Oh mein Gott, ich habe auf Go geklickt. Go, go, go. Oh mein Gott. Facebook. Es geht los, Dennis. Bist du drin? Die wollen ja alles wissen, aber mir egal, die können alles wissen. Geburtsdatum, E-Mail. Geburtsdatum? Ja. Set. Postleitzahl, oh mein Gott. Team wollen die auch noch wissen? Ich glaube, mein Lade nicht. Das lädt? Oh mein Gott, leider nicht, Dennis. Mitgliedsnummer, Treuekarte, habe ich nicht. Akzeptieren, ich bin kein Roboter. Oh mein Gott, Straßenzeichen, ich hasse das. Verify, I'm not a robot. Anmeldung absenden. Oh mein Gott, es lädt nicht. Es lädt nicht. Zu viele Leute auf dem Server. Okay.
Wenn ihr wollt, dass ich nach Zentrum komme, gibt's. Oh! Das hat geladen! Und? Registrierung! Vielen Dank! Registrierung! So eben eine Bestätigungs-E-Mail gesendet, somit bist du bestens für das gerüstet. Das ist ein Chance-Prototag zu füllen. Wichtig! Mit deinem Eventtag und mit deinem Ticket. Ich bin dabei, Leute! Hast du ein Ticket oder wie? Ja. Okay. Keine Chance, man, die ist schon down. Ich konnte mein Datum nicht eingeben. Ich kann mein Datum nicht eingeben. Man muss von Jahr 1 hochscrollen bis 1993. Man muss jeden Monat durchgehen. Weißt du, wie ich klicken dabei? Muss? Saftig. Mein Gott, Dennis, was ist los? Hm? Film mit den Leidenden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Tati fragt, aber es ist schon zu spät, tut mir leid, Tati. Jo, das war's. Ich habe ein Ticket bekommen, irgendwie, echt keine Ahnung. Vor allem nach dem, was ich so gehört habe, jetzt so online in den Chats, auf Facebook und so. Die Tickets, also laut Centro, waren die in 90 Sekunden ausverkauft. Und laut Gerüchten war die Seite sogar Viertel vor schon bereits online. Und die meisten haben dadurch ihre Tickets bekommen. Und wer dann um 7, so wie ich, direkt aufgegangen bin, da hatten echt nur noch die wenigsten eine Chance. Ihr habt's gesehen. Von den 4-5 Leuten, die da waren, ich war der Einzige, glaube ich. Aber tut mir leid an alle anderen, die es nicht bekommen haben. Tut mir leid, Tati, auch wenn er nicht gefahren wäre. Und ich glaube, es haben sich auch eh ganz viele Leute angemeldet, die eh nicht fahren werden. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin am Start. Wir sehen uns in Oberhausen. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr leidet. Ich glaube, da leiden echt eine Menge Leute. Und falls ihr nach Oberhausen fahrt. Man ist sich echt noch nicht sicher, ob man auch ohne Ticket hinfahren sollte, weil manche sagen, beim Zentrum sieht man dann keine Pokémon, man kann keine Stops drehen, aber manche andere Quellen sagen dann, dass in der Stadt selbst dann auch vermehrt Rare Spawns und sowas kommen und dass sich eine Fahrt trotzdem lohnt. Niantic selber hat es ja auch in ihrem Post gesagt, dass auch ohne Ticket man kommen sollte oder könnte, also mehr Infos demnächst hoffentlich, also ich persönlich wäre auch so gefahren, weil Zentrum an sich einfach geil ist, aber ich weiß es echt nicht, keine Ahnung Leute. Falls sich eine Fahrt trotzdem lohnt. Also ich meine, ich bin am Start. Ich will jetzt nicht spoilern, falls die anderen da sind, Julian und Spieltrend oder so, aber hohe Wahrscheinlichkeit, dass die auch da sind. Also ein lustiger Tag wird es auf jeden Fall. Für die, die kein Ticket haben aber und auch nicht so eine weite Anreise, würde ich trotzdem kommen. Für alle anderen mit einer weiten Anreise würde ich es mir auf jeden Fall überlegen. Vielleicht erstmal schauen und dann möglicherweise ein anderes Event nehmen, wie zum Beispiel Prag oder so. Aber das war's, ich habe ein Ticket, ich werde da sein. Mal schauen, was so geht. Ich freue mich. Von meinen Jungs, nur Korea hat eins bekommen. Die anderen mussten alle leiden. Also ich kenne aus unserer ganzen Gruppe, haben glaube ich so 6 Leute ein Ticket bekommen. Und von denen ist nur Korea mein Kollege und die anderen sind nur bekannt. Also ich und Korea sind am Start und dem Rest wurde nicht gegönnt. Aber das war's. Mal schauen, was in Oberhausen abgehen wird. Ich freue mich. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr auch am Start seid. Und falls nicht, ob ihr leidet. Aber wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.